So, wieder hallo, herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen neuen Video zu Need for Speed. Ja, ich wollte noch mal ein bisschen über das Thema mit Criterion Games reden, die ja jetzt wieder die Hauptentwickler von zukünftigen Need for Speed Teilen werden. Und da gab es ja relativ viel, ja, negative Auffassung deswegen. Weil, ja, Criterion Games eben nicht für die guten Need for Speed Teile bekannt ist, zumindest aus Sicht vieler Need for Speed Fans, weil für uns steht mittlerweile Need for Speed eben für Street Racing, Tuning und allem drum und dran. Und die beiden Titel, die damals Criterion Games auf den Markt gebracht hat, ja, hatten dieses Haupt-Street-Racing-Thema nicht so wirklich mit sich gebracht. Ja, Criterion Games war damals verantwortlich für das 2010er erschienene Need for Speed Hot Pursuit. Für mich immer noch einer meiner absoluten Lieblings-Need for Speed-Titel. Vor allem, weil es dem Namen sehr, sehr gerecht wurde. Es sollte wieder ein Gedenken an Need for Speed Hot Pursuit werden. Und das hat Criterion Games, finde ich, im Jahr 2010 mehr als gut hinbekommen. Plus, wenn man das Spiel heutzutage spielt, sieht das wirklich immer noch brutal geil aus. Dank der Chameleon-Engine, die Criterion Games damals entwickelt hatte, ist das Ding auch immer noch, jetzt fast 10 Jahre danach, ein absolutes Brett grafisch. Und 2012 haben sie dann eben Need for Speed Most Wanted rausgebracht. Und ja, das war auch so ein bisschen der Todesstoß damals für Criterion Games und auch für viele Leute eben der Grund, warum sie Criterion Games als Need for Speed Entwickler schwierig sehen. Ja, und in diesem Video möchte ich mal ein bisschen mit euch drüber reden, wer ist Criterion Games im Jahre 2020 überhaupt noch? Weil, ja, viele geben immer denen noch die Schuld für das Spiel damals, für Most Wanted 2012. Nein, die sollen das nicht wieder machen. Und da kann ich euch schon mal entschärfen, die Jungs, die damals 2012 Most Wanted entwickelt haben, davon ist fast niemand mehr da. Das ist nicht mehr existent, diese Studie, diese Art und Weise. Der Name existiert noch, vielleicht auch ein paar der Mitarbeiter, aber in gewissermaßen ist Criterion Games ein ganz anderes Studio, als wir es damals kannten. Und deswegen, das wollte ich auf jeden Fall in diesem Video heute mal ein bisschen aufklären, dass da nicht immer dieser negative Vibe mitkommt, sondern gibt dem Studio einfach mal eine Chance. Das ist ein Name, den wir schon kennen, ja, aber wie gesagt, die Leute, die dahinter arbeiten, sind fast zu Hauptprozentteil nicht mehr ja, aktiv. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, 2010 haben die Jungs von Criterion Games angefangen, für Need for Speed zu entwickeln, was ganz so ein bisschen eher als Gag rauskam, muss man sagen. Es hat sich so ein bisschen rausgestellt, weil die hatten die Burnout-Serie vorher gemacht, dafür waren sie sehr, sehr bekannt. Nachdem haben sie dann leider keine Chance mehr gehabt, nochmal einen Teil zu entwickeln, leider Gottes. Ich hätte mir noch einen neuen gewünscht, natürlich, aber na gut. Und hatten so spaßhalber an EA gesagt, ey, wir hätten vielleicht Bock, Need for Speed zu machen. Das ist ja auch ein Arcade-Racer. Und EA hat ihnen halt die Chance gegeben und dadurch kam dann Hot Pursuit auf die Welt. Wie gesagt, ich liebe dieses Spiel abgöttisch. Es ist für mich eins meiner absoluten Lieblings-Need for Speed-Spiele. Und vor allem, was dieses Cops Racer angeht, wie es da umgesetzt ist, sowas würde ich mir bei einem aktuellen Need for Speed Teil im Multiplayer wünschen. Nicht im Hauptspiel, bitte keine Waffen, aber im Multiplayer fände ich sowas sehr, sehr nice. Und ja, dann 2012 haben sie eben Most Wanted announced und im selben Zug auf der E3 2012 haben sie auch gesagt, ja, wir sind jetzt alleine zuständig für das Need for Speed Franchise. Ab dem Moment hatte eben EA denen die komplette Kraft über das Franchise gegeben. 2011 hat ja Black Box noch The Run rausgehauen, das kam ja nicht so gut an und war auch, ja, deutlich hinter dem, was bei Pursuit grafisch so machbar war. Und ja, da hatte eben EA die Lizenz übergeben und das hat sich dann das nächste Jahr danach schon wieder erledigt. Das ging relativ flott, also das war so 2012 so, die Jungs von Criterion Games so ganz euphorisch so, geil, ja Mann, wir machen jetzt die Need for Speed Reihe, das ist jetzt unser Franchise. 2013 so EA so, das glaube ich nicht. Ja, weil Most Wanted leider nicht so gut ankam, wie sie gehofft haben, was ein Wunder. Wenn man natürlich die ganzen Beta-Videos zu Most Wanted 2012 kennt, weiß man, was es eigentlich hätte werden sollen. Und EA war halt mit ihrem Daily, mit ihrem jährlichen, naja, wir müssen Spiele rauspushen, gestruggle, halt, haben sie halt alles im Grund und Boden gefahren. Haben sie ja mittlerweile nicht mehr mit diesem 2-1-Jahres-Rhythmus, aber ja, dadurch hat Criterion Games damals halt nicht die Chance bekommen, die sie vielleicht hätten haben können, theoretisch. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, 2012 wurden sie halt, haben sie gesagt, bla bla, wir sind es jetzt, und 2013 waren sie schon nicht mehr. Und deswegen haben sie auch im Jahre 2013 nämlich angekündigt, im April 2013, dass sie sich von den Rennspiel-Genre wegbewegen werden und sich für andere Genres, ja, sagen wir mal, interessieren werden. Sie hatten auch ein Extreme-Sportspiel zwischenzeitlich auf einer E3, ich glaube 2014 oder so war es, angekündigt. Aus dem wurde aber nichts, weil die Jungs und Mädels dann eben abgesandt worden sind, eben das Star Wars-Franchise zu unterstützen. Deswegen kam dieses Extreme-Sportspiel nie raus, was an sich sehr interessant aussah, aber ja, wie gesagt, ich glaube, mehr als über einen Alpha-Status überhaupt kam das Ding gar nicht heraus. Ja, wie gesagt, 2013 haben angekündigt, wir machen keine Rennspiele mehr. Und ja, dann kam natürlich auch der Schlussstrich, den EA dann gezogen hat. Im September 2013 sind nämlich 80%, deswegen jetzt mal kurz zuhören, Criterion Games, wie viel davon noch übrig war zu dem Zeitpunkt schon nur noch. 80% der Mitarbeiter, also bis auf 17 Stück, sind zu Ghost Games UK gegangen und zum Teil auch zu Ghost Games eben in Schweden, in Gothenburg. Deswegen, es gibt immer noch ein Ghost Games UK, das gab es, das wird jetzt auch dicht gemacht natürlich. Das war ein Parallelstudio von den Ghost Games aus Gothenburg, das im selben Bürokomplex, wirklich gefühlt nebendran in der nächsten Tür von Criterion Games saß. Criterion Games war hier sein Büro, dann war da drüben Ghost Games UK. Also rein theoretisch sind einfach nur 80% der Mitarbeiter in der Tür weitergelaufen, aber
auf jeden Fall sind sie das Studio gewechselt, um eben sich um die Entwicklung des nächsten Need for Speed zu kümmern. Ab dem Moment wurde eben Ghost Games gegründet, um eben ja eben die Need for Speed Entwicklung zu übernehmen. Und ja, wie gesagt, 80% der Mitarbeiter sind weggegangen, 17 Leute blieben noch. Also Criterion Games war ab dem Moment nur noch ein Supportstudio. Ab 17 Leuten brauchst du nicht mehr anfangen, ein Spiel zu entwickeln. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind sehr, sehr viele weggegangen. Und das war schon im Jahre 2013. Das ist jetzt schon 7 Jahre her. Ja, sagen wir 6, was September war, seitdem da von Criterion Games auf dem Hauptstudio nichts mehr war. So, die sind halt alle groß dazu Ghost Games gegangen. Also die Leute, die euer schönen Need for Speed entwickelt haben, die ihr jetzt geil fand, da sind sehr viele von Criterion Games drin. Die haben anscheinend doch ein bisschen Ahnung bekommen in den letzten Jahren. So, auf jeden Fall, ja, ist dann erstmal fast alle weggegangen und dann gab es im Januar 2014 den nächsten, ja, sagen wir mal, hier Botschaft für Criterion Games, nämlich die beiden Gründer Alex Ward und Fiona Sperry. Die sind nämlich dann auch weggegangen, die haben das Studio verlassen. Das waren, wie gesagt, die beiden Gründer, also die beiden, die komplett hinter Criterion Games standen, die sind auch nicht mehr da. Und die haben dann eben Three Fields Entertainment gegründet, unter anderem bekannt durch Dangerous Golf, Dangerous Driving und, ja, diese anderen Burnout-Klone. Sie wollen eigentlich Burnout wiederbeleben, aber man merkt halt einfach, dass da dieses gewisse Know-how dann doch fehlt. Also diese Studiostärke hat das Studio dann leider doch nicht, um wirklich dieses Burnout-Level zu erreichen. An sich ist Dangerous Driving ganz cool, aber wenn man es halt dann mit Burnout vergleicht, da sind halt leider viel zu viele Welten zwischen, leider Gottes. Leider. Mal gucken, was da in Zukunft noch kommt. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass die in der Richtung was weitermachen wollen, weil EA ja anscheinend Burnout-technisch keine Bestrebung momentan hat. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ab dem Moment war es dann sowieso dann nur so, dass die Jungs von Criterion Games eben für die Star Wars-Spiele als Support da waren. Die haben unter anderem die VR-Missionen entwickelt und auch eben diese Weltraumkämpfe mit den Raumschiffen. Und wenn man die mal gespielt hat, weiß man, Criterion Games hat immer noch Ahnung drauf, wie Handling sich anfühlen muss. Klar, es sind Raumschiffe, keine Autos. Aber das fühlt sich alles sehr glaubwürdig, sehr gut nachvollziehbar und nicht jeden Moment komisch an, dass ich irgendwo dran klippen würde. Also an sich, physiktechnisch muss man den Jungs von Criterion Games lassen, waren sie nicht scheiße. Das muss man denen wirklich sagen. Also wenn man die Spiele mit den aktuellen von Ghost vergleicht, gibt es dann viel weniger Clippingsprobleme und sowas. Und beide, Hoppes und Omos waren in 2012, sehen immer noch brutal gut aus. Wie gesagt, höchstwahrscheinlich der neue Titel wird nicht auf der Chameleon Engine laufen, der wird höchstwahrscheinlich die Frostbite Engine weiter nutzen, aber die Chameleon Engine, die Criterion Games damals entwickelt hat, das ist ein absolutes Brett. Es ist wirklich ein absolutes Brett, was sie damals rausgehauen haben. Das Ding ist immer noch absolut krank, was die Grafik angeht. Auf jeden Fall, ab dem haben sie noch Star Wars Spiele entwickelt. Das Studio wird wieder ein bisschen größer. Die Jungs von Wikipedia sagen 70 plus. Ich habe aber jetzt keine offiziellen Zahlen gelesen. Das wirkt mir sehr groß, als ob da die Jungs von EA wieder sehr viel reingepusht hätten. Deswegen keine Ahnung, wie es momentan aussieht. Wie jetzt wird das Studio natürlich der größte, weil die Jungs von Ghost Games wieder zurückkommen und man neue Leute einstellt. Plus man hat ja, denke ich mal, über die letzten Jahre neu eingestellt, weil im Jahr 2018 haben die Jungs nämlich das sich um den Battle Royale Modus von Battlefield gekümmert. Der komplette Battle Royale Modus von Battlefield 5 ist von den Jungs von Criterion Games. Firestorm haben die entwickelt und deswegen glaube ich, ab dem Moment war das Studio schon wieder größer. Ich denke mal, da hat EA schon wieder ein paar Mitarbeiter reingehauen, weil Firestorm entwickelst du nicht mit 15 Leuten, weil wenn 17 plus minus die zwei Gründer sind, sind wir bei 15, also nein, das wird nicht hingehauen haben, aber dementsprechend, das Studio wird schon wieder größer sein. Ich weiß die aktuelle Zahl, Wikipedia schmeißt eine Zahl um sich, die mir doch recht hoch vorkommt, plötzlich wieder, deswegen keine Ahnung, wo es momentan ist, aber auf jeden Fall ist das Studio wieder gewachsen, die haben schon mehr Mitarbeiter, jetzt kommen noch von Ghost welche rein, plus die suchen ja noch neue Talente, ich denke mal, die haben sie über die letzten Jahre jetzt auch schon angestellt, ich denke mal nicht, dass jetzt plötzlich kommt so, oh Leute, 2020 kommt ein neues Need for Speed, lass 2020 nochmal noch ganz viele neue Mitarbeiter einstellen. Das stelle ich mir schwierig vor für eine vernünftige Entwicklungszeit. Auch dementsprechend brauchen wir nicht drüber reden. So, dann mehr 2018 kam es noch eben, dass sie ihr Logo geändert haben von diesem klassischen roten Box-Logo zu dem neuen. Ich mag es, also ist ein bisschen klassisch cooler, aber das neue hat auch sein, weil ich weiß nicht, welches von beiden ich cooler finde. Ich verbinde halt mit dem alten Logo mehr, weil das ist halt Ewigkeiten verwendet worden. Aber 2018 haben sie wieder ihr Logo geändert und jetzt 2020 kam in die News, jo, wir machen wieder das Need for Speed Franchise. Und ja, damit wollte ich mal ein bisschen aufklären. Ihr seht von den Jungs, Criterion Games, über die ihr euch meckert, die haben 2012 Motorsets verkackt. Von den Leuten, bei denen ihr euch beschwert sind, die sind entweder nicht mehr da, die machen entweder was komplett anderes oder sind da, wo ihr euch mittlerweile darüber freut, dass sie Heat machen, auch Heat gemacht haben. Weil davon sind halt viele. Also wie gesagt, entweder sind sie weggegangen, entweder sind sie zu Ghost Games gegangen oder keine Ahnung, was zu machen. Aber auf jeden Fall, entweder, wie gesagt, haben sie überhaupt nichts mehr damit zu tun. Oder sie waren auch schon bei Heat beteiligt. Also dementsprechend von diesen klassischen Criterion Games von 2010, 12 ist nichts mehr existent, beziehungsweise so verstreut. Und wenn jetzt halt wieder irgendwie ein bisschen... Auf jeden Fall ist es nicht mehr das Studio, über das sich alle beschweren, dass Most Wanted verkackt hat. Da ist nicht mehr viel mit zu... Das hat damit nicht mehr viel zu tun. Vor allem die beiden Gründer, die also dieses Ganze geleitet haben, die sind ja auch nicht mehr da. Also die damals... nicht unbedingt verbrochen hat damals, glaube ich, das EA. Momentan nehme ich EA ein bisschen Schutz, weil EA momentan, merke ich so bei Need for Speed, schon in die Richtung geht zu sagen, wir wollen das Beste rausholen,
Sie wollen mehr Leute reinholen, sie wollen ein größeres Studio haben, sie wollen den Zwei-Jahres-Rhythmus haben. Das sind alles finanzielle Ausgaben. Wenn EA ein totales Arschloch wäre, würde das Ding weiterhin jährlich rauspushen und auf den Fick drauf geben, wie es den Mitarbeitern geht. Machen sie aber nicht. Das haben sie damals halt gemacht. Weil wie gesagt, wenn man sich diese Beta-Konzept-Videos von Most Wanted 2012 anguckt, sieht man, da war viel mehr geplant, aber das hat zeitlich halt vorne und hinten nicht hingehauen. Und jetzt will man mal abwarten, was da passiert. Wie gesagt, dieses Criterion Games, was das jetzt entwickelt, gibt dem Studio eine komplett neue Chance. Das hat nichts mehr mit dem damaligen zu tun. Da ist sehr viel von Ghost Games drin, ein bisschen was von Criterion und sehr viele neue Leute. So viel kann man das einfach mal zusammenfassen. Es ist einfach fast nichts mehr davon existent. Und das Lustige ist, wie gesagt, Ghost Games UK und Criterion Games sind immer noch nebeneinander. Es war nebeneinander und das wird jetzt einfach ein Studio. Gefühlt reißen die einfach dazwischen die Wände ein. Und dann kommen halt die Leute aus Schweden noch dazu. Und dann gibt es eine riesen Familienparty und dann gibt es ein gutes Need for Speed. Hoffen wir es mal. Zumindest ist das meine Traumvorstellung. So ein bisschen auch in der Wolke sonst wie viel. Das wäre zumindest das, was ich mir nächstes Jahr wünschen würde. Oder wünschen werde. Vielleicht ist es mein Vorsatz für 2021 ein gutes Need for Speed zu kriegen. Mal abwarten. Auf jeden Fall, das wollte ich mal aufgeklärt haben, weil ich habe es halt so viel gelesen, dass alle sich über Criterion Games bewegen und ich so, Alter, die Leute, die haben momentan arbeiten, die haben da überhaupt nichts mehr mit zu tun. Lasst die Menschen in Ruhe. Die wissen nicht, was ihr von denen wollt. Die kennen euch nicht. Die wissen nicht, was Mosfad 2012 ist. Also vielleicht schon, aber die haben nicht dran gearbeitet, 1000%. Dementsprechend. Wäre ich damit raus in diesem Video, ich wollte es mal aufgeklärt haben, weil ich das ein bisschen abgefuckt habe, dass Leute immer Criterion Games momentan so krass attackieren. Was verständlich ist für 2012, muss man nicht, ja, aber nicht mehr die Leute, die jetzt arbeiten, die können nichts dafür, lass die Menschen in Ruhe. Hoffen wir einfach, dass sie das jetzt geil wuppen, dass ein geiles Need for Speed kommt, wir haben jetzt mehr Leute, die dran arbeiten, geiler kann es ja eigentlich nicht kommen, wir haben uns immer beschwert, dass zu wenig Leute dran waren. Der Kuro hatte auch in einem Stream, wo er ein bisschen drüber geredet hat, auch gut erwähnt, meinst du, dass um was wie Multiplayer und sowas bei Heat fehlt? Das liegt einfach daran, dass Ghost Games nicht die Leute hat, die da dran arbeiten können. Also nicht im Sinne, wir haben gar keine Ahnung, der von Multiplayer hat. Kann auch unter anderem sein, dass keiner in der Schule richtig Multiplayer-Entwicklung drauf hat. Aber die werden halt einfach nicht die Manneskraft haben, um zu sagen, okay, yo, wir machen hier eine geile Story, wir machen hier ein Studio und einen riesen Multiplayer. Die konnten sich halt nur auf ein paar Sachen konzentrieren. Die haben nicht die Größe gehabt. So, das wird sich ja jetzt ändern, dementsprechend hoffen wir einfach, dass das zu unserem Guten wird. Und hör mal auf rumzuheulen. So. Und trotzdem tut es mir leid für Ghost Games. Trotzdem coole Dudes und ich hoffe, ihr findet alle Jobs. Ich hoffe, entweder wandert ihr rüber zu England, was ich verstehen kann, wenn man es nicht macht, weil wenn man in Schweden wohnt, Familie hat, ist das schon doof. Aber andererseits, ich hoffe trotzdem, dass ihr dann, wenn gute Jobs sind und ihr habt einen geilen Job gemacht, das muss man euch trotzdem lassen. Ne? Kleines Studio dafür in den letzten 4 Jahre sich gut weiterentwickelt. Oder letzte vier Spiele so rum. Wenn Criterion jetzt auf Feed aufbaut und das alles fixt und noch geiler macht, was will man mehr? Das ist doch geil. Dementsprechend würde ich sagen, bin ich raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dann. Tschüss.